Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolt-Glühbirnen exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die Lebensdauer deiner Glühbirnen zu verlängern, raten wir dir, das Glas nie mit deinen Fingern anzufassen oder ansonsten die Glühbirnen mit einem Haushaltspapier gründlich zu reinigen, bevor du sie wieder einsetzt. Um an die Glühbirnen des Rücklichts zu gelangen, musst du den Kofferraum öffnen und das komplette Scheinwerfergehäuse herausnehmen. Öffne den Kofferraum. Öffne mit einem kleinen Flachschraubendreher die drei kleinen Klappen, über die du Zugang zu den Halteschrauben des Abblendlichts hast. Löse mit Hilfe einer Ratsche und eines 10 mm Steckschlüsseleinsatzes oder eines Kreuzschlitzschraubendrehers die drei Schrauben, die die Leuchte halten. Drehe die letzte Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher heraus. Ziehe mit den Händen vorsichtig und in der Achse des Wagens am Rücklicht, um es zu entfernen. Um die Glühbirne des Stand- und Bremslichts auszutauschen, drehe sie eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn, indem du den grauen Sockel anfasst und entferne dann die gesamte Einheit. Um die Glühbirne zu entfernen, musst du darauf drücken und eine Vierteldrehung ausführen. Okay, Leute, dass wir euch dieses Video einbieten und ihr damit Geld sparen könnt, ist auch unserem Partner Mr. Auto zu verdanken. Wenn ihr uns also auch beim Kauf der Teile für diesen Vorgang unterstützen möchtet, besucht die Website von Mr. Auto. Weiter geht's! Nimm dir die neue Glühbirne zur Hand. Beim Einbau wird der Vorgang umgekehrt. Um die Blinkerlampe zu wechseln, hältst du die Lampenfassung fest und drehst sie gegen den Uhrzeigersinn. Um die Glühbirne zu entfernen, musst du darauf drücken und eine Vierteldrehung ausführen. Nimm dir die neue Glühbirne zur Hand. Beim Einbau wird der Vorgang umgekehrt. Die Glühbirne kannst du ganz einfach herausziehen. Um die Glühbirnen des Rückfahrlichts zu wechseln, halte den Plastiksockel fest und drehe ihn um eine Vierteldrehung nach links. Nimm dir die neue Glühbirne zur Hand. Setze die neue Glühbirne in den Sockel ein. Setze dann das Ganze im Scheinwerfer ein und drehe es eine Vierteldrehung nach rechts. Um die Glühbirne des Nebellichts zu wechseln, hältst du die Lampenfassung fest und drehst sie gegen den Uhrzeigersinn. Um die Glühbirne zu entfernen, musst du darauf drücken und eine Vierteldrehung ausführen. Nimm dir die neue Glühbirne zur Hand. Beim Einbau wird der Vorgang umgekehrt. Setze den Scheinwerfer wieder an seinen Platz ein. Drehe dann die vier Schrauben wieder ein. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!